Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Sternenkind Saga. Folgende Situation: Wir könnten uns jetzt vollends ins Finale stürzen. Wir könnten aber auch noch Nebenquests erfüllen. Es gibt in dem Spiel beigepackt noch einen Guide. So. Und bei manchen Nebenquests in diesem Guide habe ich gelesen, dass die noch gar nicht fertig entwickelt sind. Jetzt weiß ich nicht, welche Quests das waren. Ich weiß, eins war auf jeden Fall, was geschah mit Schwester Cutler, glaube ich. War das die Quest? Ich glaube, das war die. Die konnte man noch nicht abschließen. Also laut dem Guide ist die noch gar nicht fertig entwickelt. Es wird ja auch aktuell tatsächlich noch an einer neueren Version des Spiels entwickelt, wo auch noch irgendwie 10.000 Features mit dazugepackt werden. Aber ich glaube nicht, dass ich das dann nochmal extra irgendwie anspielen werde. Nee. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir noch? Das perfekte Bier können wir noch machen. Alcandors Werk und Turas Beitrag können wir auch machen, denke ich. Das war der Wunsch eines Toten. Wir haben den. Ach ja, stimmt. Wir haben den Zwergenkönig in seiner Zelle getroffen, als wir in der Kristallwelt der Gordima waren. Unser Vorschlag, ihn zu befreien, stieß auf taube Ohren. Er wusste, wäre er verschwunden, käme dies einer Warnung an unseren Feind gleich. Doch der König der Goldbärte wird uns in den kommenden Schlachten helfen. Er trug auf, uns sein Grab zu suchen und dort zu graben. Sein Sohn soll dort seine Axt versteckt haben und wir sollen sie nun an seiner Stadt in der Schlacht schwingen. Da ist jetzt die Frage, wo finden wir den? Ach so, ja, und das mit dem Bier können wir noch machen, das perfekte Bier. Wir haben in der Zwergentaverne in der Station der Trennberge West eine Wirtin getroffen, die davon träumt, ein Bier nach Art der Oberflächler herzustellen. Leider meint sie damit weder Gerste noch Weizen, sondern ganze zwergische Tradition Pilze, die dem Zwergenbier die ganz eigene Würze verleihen soll. Kurzum, es kann ja nicht schaden, die Augen nach einem besonders würzigen Pilz offen zu halten. Und da gibt es einen, den wir tatsächlich schon mal gefunden haben, meine ich. Und zwar, naja, in der Goblinstadt gab es einen Pilz, der dadurch entstanden ist, dass sich die Goblins da erleichtert haben. Also das wäre eine Sache. Und wie wir den Sohn finden, der die Axt versteckt hat, muss ich mal gucken. Der muss ja auch bei den Trennbergen unterwegs sein, eigentlich. Eigentlich, eigentlich. Aber da müssen wir mal schauen. Vorräte habe ich ja noch ein paar. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal Sachenhalle verlassen. Nach Eichengrund. Tatsächlich nach Eichengrund, nicht nach Sarnesheim. Wobei es eigentlich wurscht ist. Wenn ich schon mal hier bin, ich glaube, ein paar Vorräte sollte ich nochmal einkaufen. Ne, lass mal. Wobei, ach, ganz ehrlich, es wird mal Zeit, dass wir uns hier was gönnen. Oh, ich wurde gerufen. Einen Moment. So, Leute, da bin ich wieder. So, ich habe mich entschieden, hier mal eben einzubrechen. Jetzt schauen wir mal, was wir hier finden. Ich höre keinerlei Geräusche. Wir scheinen also alleine hier zu sein. In Erinnerung an unseren geliebten Sohn Sagi, gefallen im Alter von 17 Sommern vor Bergentoren. Wahrhaftig, dieser Krieg muss eine heilige Aufgabe und Prüfung der Rache unserer Götter sein. Hätte der junge Sagi mit mir gedient, ich hätte nicht zugelassen, dass ihm solches Leid widerfährt. Ein Frühlingskranz. Wenn nach der eisigen Winterzeit wieder der Sommer Einzug hält in Caradon, versammeln sich die Einwohner aller Dörfer um besonders prächtige Bäume herum, um dort zu tanzen und zu feiern. Alte Schriften und auch zahlreiche Gelehrte der Elfen sprechen davon, dass die Caradonier diesen Brauch von den waldbewohnenden Elfen übernommen haben, aber davon wollen die meisten Caradonier nichts wissen.
Lehnen Sie doch die zarten Elfen ab. Ich mag Elfen, ja. Die Feldfrüchte, welche die Familie wohl auf ihren Feldern geerntet hat. Ah, ein gut sortiertes Gewürzregal mit allerlei Kräutern. Oh, ich dachte, der steckt jetzt auch noch was ein. Wofür breche ich denn ein? Dieser Raum sieht aus, als wäre seit sehr langer Zeit nicht mehr benutzt worden. Bücher. Zahlreiche Bücher über vergangene Kriege und Schicksale unserer größten Krieger. Mir scheint fast, der Bewohner des Zimmers war ein großer Krieger und ein tapferer Patriot. Das vielleicht nicht unbedingt. Ich habe hier sein Tagebuch. Der Name des Bewohners war Sagi Drachenauge. Lesen. Die Monde ziehen ins Land und noch immer bin ich hier gefangen in meinem Käfig aus Gold. Mutter und Vater kümmern sich rührend um mich. Doch steht mein Entschluss fest, den Speer und den Schild fest in meine jungen Hände zu nehmen und unter Aufbringung des Blutzolles meiner Ahnen mein Schärflein zur Befreiung der unheiligen Insel beizutragen. Daran wird und soll mich keine Mutterträne und kein Wutwort des Vaters hindern können. Ich weiß um die Gefahr, ich weiß um die Sorge meiner Eltern, aber ich bin es dem Lied des Krieges schuldig. In Nächten der Einsamkeit und in fiebrig heißen Träumen habe ich gesehen, was mit mir passieren wird. Doch sah ich auch, wie ich an der Tafel des großen Drachen sitzen werde und speisen, trinken und feiern werde. Mit den Helden, deren geschriebenes Wort ich sonst nur aus Büchern kenne. Alle werden sie da sein. Alle werde ich sehen und dereinst mit ihnen wieder in den Krieg ziehen. Wenn die letzte große Schlacht naht, und so bin ich furchtlos wie einst. So tapfer und mutig wie in jener Nacht, als das sprechende Buch zum ersten Mal meine Träume fand. Ich glaube gar, die Geister großer Krieger halten in meinem Zimmer Rat und Ting, wenn ich die alten Kriegerweisen vor mich hinsumme. Wie damals in der ersten Nacht, als vor dem Bett ich stand und den heiligen Vers des großen Hygeliak sang. Nun muss ich mich aber eilen, mein Ross erwartet seinen Reiter, mein Schwert seine Hand und mein Leben seinen ehrenvollen Tod. Ich gehe mit Liebe und Mut, Sagi Drachenauge. Da war aber jemand fest entschlossen zu sterben. Dieses Bett erweckt den Anschein, als ob darin seit Monaten niemand mehr geschlafen hat. Die Bettdecke ist mit einer leichten Staubschicht bedeckt und im Bettkasten tummeln sich die Spinnen. Hier also stand Sagi das erste Mal, als das sprechende Buch ihm erschienen ist. Ob ich es vielleicht ebenfalls versuchen sollte? Kriegervers singen. Alkandor hat uns ausersehen, den Weg des Kriegers zu gehen. Ihm zu Ehren das Schwert erhoben, in Tälern und in Höhen. Ich spüre nichts. Verwunderlich, aber vielleicht hat sich Sagi das auch nur eingebildet. Was ist denn das? Dieses Buch lag hier vorher noch nicht. Ein Buch über die Geschichte der Kriegskunst. Da muss dies das mächtig sprechende Buch der Ahnen sein, von dem Sagi schrieb. Kunst des Krieges, Band 24. Cool. In diesen Schränken befinden sich nur die Kleidungsstücke der Bauernleute. Ich denke nicht, dass wir uns in einfachen Lumpen kleiden sollten. Och, ein bisschen zur Ruhe setzen. Kerzen, Haushaltsgegenstände des Ehepaares, das hier wohnt. Ja, cool. Sind wir einfach mal eingebrochen und haben eine Geschichte über irgendeinen Dude erfahren und dabei ein Buch mitgehen lassen. Läuft. Okay, ich wollte eigentlich Vorräte kaufen. Das war mein Ziel. Vorräte einkaufen. Kriegsherrn Gulasch. Nehmen wir mal zwei mit. Gut. In den Nordwald. Genau, zum Goblindorf wollte ich. Mit dir würde ich eigentlich auch gerne mal was anstellen, aber ich glaube. Oh, oh. Gah, ihr treibt Spott mit mir. Ihr mich nicht ernst nehmt, dreimal versteinerte Menschen. Ich mache keinen Spaß mehr, ich platze vor Zorn. Den ganzen Tag wandere durch diesen stinkenden Wald, verloren und zerstochen durch verfluchte Hornissen und gejagt von kleinen Goblins. Okay. Er ist zwar ziemlich stinkig, aber greift uns trotzdem nicht an. Hä? Hallöchen, wer sind Sie? Was zum... Goblin-Pack,
Die einst so stolzen Verbündeten der Wölfe, nun nicht mehr so wild, sind ihre Wölfe doch geschlagen. Bitte nicht töten die Goblins, werte Menschen, wir so ein friedlicher Stamm. Nur ein Wort. Gazesh. Der bunt geschmückte Goblin-Häuptling duckte sich unter Svenjas Worten schmerzgepeinigt weg. Die Wölfe haben uns gezwungen. Sie fressen Kinder unsere und drohten uns zu fressen auch. Die Worte des Goblins klangen flehend. Wir Bauern, wir nun mit Zwiebeln. Was wollt ihr mit armen Stamm von Goblins? Goblins verschonen, ist doch klar. Also ich glaub denen, dass sie nichts dafür können. Die Goblins werden diese Gnade 100-fach erwidern, dessen bin ich sicher. Ich weiß, Arson, du und ich verstehen uns auf den Frieden. Wir Freunde nun, Tage des Kampfes schon so lange vorbei. Was haben wir hier? Die Zettel vor uns waren offensichtlich mit Kudung getränkt worden und dann zur Düngung eingesetzt zu werden. Mit Entsetzen erkannten wir, dass es sich hierbei um eines der Bücher aus der Kriegskunstsammlung handelte. Vorsichtig retteten wir, was zu retten war. Jo, habe ich schon 18 Stück? Ich frag mich, ob ich echt alle zusammenkrieg. Goblins so dankbar. Ich Häuptling der Goblins. Erst wir haben getötet Caradonia, nun wir töten Feinde von Caradonia. Bunte Welt verändert sich. Der alte Goblin lächelte selig. Na gut, dann, alles Gute und so. Dann gehen wir mal hoch in deren Dorf. Oder ehemaliges Dorf, wie auch immer. Inzwischen sind die Leichen komplett verrottet. So, und da haben wir nämlich diesen komischen Pilz. Ein eitriger Goblinbiss. Diese Pilze wuchern überall dort, wo die Goblins ihre unaussprechlich eklige Notdurft verrichten. Ach verdammt, ich muss... Ah, stimmt. Pflanzenkunde müsste höher sein. Scheiße, wo kriege ich noch Talentpunkte her? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch irgendwo Talentpunkte herkriege. Da hat es mir jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nämlich jetzt halt die Frage, wie viele Quests kann ich jetzt überhaupt wirklich noch abschließen? Hallöchen. Ihr wollt euch jetzt nicht wirklich noch mit mir anlegen, oder? Aber anscheinend wollt ihr das. Ja, Netzwurf. Echt jetzt? Jetzt haust du mir noch Gift rein, du dummes Vieh. Zum Glück bleibt Gift hier nicht permanent. Sonst würde ich schreien. Hoppala. Mir fehlt ja auch zum Beispiel nur noch eine von den Trainingspuppen. Glaube ich. Das dürfte nämlich die sein, vor der die Frau steht. Aber dafür brauche ich ja wohl Betören. Und Betören habe ich ja noch gar nicht geskillt. Das ist halt so die Problematik. Ich glaube, wenn ich alles machen will, brauche ich noch einen ganzen Batzen mehr Talentpunkte. Und die werden ja jetzt nicht gerade mal einfach so verschenkt. Also blöd fände ich es, wenn ich es wirklich gar nicht erreichen könnte, weil irgendwie das nicht mehr ausreicht. Also, ne, weil es nicht mehr genug Talentpunkte zu verdienen gibt. Das wäre halt echt kacke, weil, ich sag mal so, also in einem Spieldurchlauf sollte es eigentlich schon möglich sein, alles zu erreichen. Der Aufwand dahinter ist mir relativ egal, aber es sollte die Möglichkeit geben, alles zu erreichen. Und, das wäre ja jetzt dann nicht mehr gegeben. Ich meine, es ist Meckern auf hohem Niveau, das ist Geschmackssache, aber
So bin ich halt. Eigentlich können wir dann auch Eichengrund verlassen, oder? Wobei ich auch noch überlege, es gab ja auch noch dieses Schatten von Eichengrund. Hier, was irgendwie mit dem Wurmschuppen hier zu tun hat. Da habe ich aber auch keine Ahnung, was ich tun soll. Weil da gibt es ja auch null Hinweis drauf. Das ist alles nicht so einfach. Ich habe auch echt keine Ahnung, wie man eigentlich in das Haus hier reinkommt, wenn man da überhaupt irgendwie reinkommt. Alles irgendwie ein bisschen problematisch. Aber was willst du machen? Okay, schauen wir nochmal ins Questbuch. Also, das ist alles fertig, alles supi. Strategenlektüre sind die Kriegsteile. Unterwegs im Namen der drei Reisenden, habe ich ja schon gesagt, müsste ich da irgendwie 10 Einheiten von dem ganzen Gedöns sammeln. Der lange Schatten der Eichengrund, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Was geschah mit Schwester Cutler, kann man, glaube ich, nicht abschließen. Kelch für Sanasheim, müsste ich jetzt ewig umherreisen und die 7 Spieler suchen. Ich trage meine Haut zu Markte, war dieser Tattoo-Typ, was braucht man für den nochmal? Er benötigt einen Strauch mit Früchten der Hagebutte, tiefschwarze Kohle eines Herdfeuers, tapferer Männer, das blaue Blut eines wütenden Waldbachkrabblers und zum Schluss einen Schleifstein für seine Nadeln aus der Hand eines kundigen Schmiedes. Den Schleifstein haben wir ja sogar, glaube ich. Aber das Problem ist, das sehen wir hier ja auch im Inventar nicht, ne? Weil das ist ja, glaube ich... So, da bin ich wieder. Meine Freundin ist eben wie das Headset auf den Boden geknallt. Ach, das Raken-Schwert habe ich noch gar nicht ausgerüstet. So, nee, aber ne, die alchemistischen Zutaten, die werden hier ja gar nicht aufgelistet. Kann ich die generell irgendwo sehen? Trophäen, Attribute, Ausrüstung, Speichern, ne? Reisetruhe? Das sind so ein paar Items. Rabex Amulett. Das Geschenk eines Großvaters. Na, das sind eher so Story-Items. Ah ne, Vinyatrainer. Schriftrolle mit dem Segen Alkandors. Schriftrolle mit dem Segen Torinias. Die Tränen eines verunglückten Liebespaares. Federkleid einer Harpie, goldene Falkenfeder, Arschträne einer Jungfrau, meine Fresse, was wir hier alles haben, Drachenschuppe, Schale mit heiligem Wasser der Torinja, ein Sonnenauge, Moment, ich bin ja noch hier und der Typ ist ja auch hier, dann sagt er mir vielleicht noch, was fehlt. Wir haben die Zutaten. Lass mich sehen. Die Hagebutten fehlen, so wird das nichts. Die Schwarzkohle sehr gut. Die tiefschwarze Farbe wird den Kontrast zur Haut bringen. Krabblerblut fehlt. Schleifstein. Okay, also es fehlt noch Krabblerblut und, na, was war jetzt als erstes? Hagebutte. So. Wo kriege ich das her? Gute Frage, nächste Frage. Das ist alles ein bisschen... doof. Nee, eigentlich wollte ich Eichengrund verlassen. Nee, also... Weiß nicht. Wir sind jetzt hier wieder 20 Minuten rumgetuckert und ich habe eigentlich gar nichts erreicht. Was mich gerade mehr und mehr dazu eigentlich motiviert, mich straight ins Finale zu prügeln. Und ich glaube, das werde ich dann auch einfach tun. Weil, ne, also, wozu jetzt noch groß mit den Nebenquests irgendwie rummachen, wenn ich damit wahrscheinlich eh nicht mehr viel erreiche. Jetzt nochmal das Schwert ausrüsten, bevor ich es wieder vergesse. Speichern. Und dann werde ich jetzt zu Ivan gehen.
Gut, dann läuten wir jetzt das Finale ein. Aber ich will vorher noch in sein Büro, weil das steht ja jetzt frei. Ich will mal gucken, was es hier drin gibt. Dies scheinen mir Aufzeichnungen aus der Zeit der Altvorderen zu sein. Datiert sind sie bis hinein in die Jahre unserer Siedlerzeit und... Gütige Götter, das sind Aufzeichnungen von alten Prozessen. Also sind die Gerüchte wahr, dass die Rabengilde beständig alle Informationen sammelt über wichtige Personen unseres Landes und auch die Personen fremder Länder. Aber seht euch nur mal diese erschreckende Vielzahl von Namen an. Rein auf Gut und Glück werden wir hier mit Sicherheit nicht fündig. Und das kann man nicht lesen? Okay. Scharfduftendes Räucherwerk. Dies ist Wolfsmondkraut, eine gefährliche Pflanze, die seit Erscheinen der Gazesh auf der gesamten Insel Bergendorn wuchert und eines der gefährlichsten Gifte darstellt, das wir kennen. In kleinen Mengen jedoch als Räucherwerk genossen, ist man in der Lage, Visionen und Träume zu empfangen. Witzig. Sollen wir das Signal geben, damit sich jene, die bereits bereit sind, für uns zu kämpfen, in der Wildnis sammeln? Bedenkt dabei, ihr könnt danach noch weiter in das Land bereisen und weiter nach geeigneten Freunden suchen. Versammelt sie! Und dann war es soweit. Ivan schickte Nachricht an alle unsere Verbündeten, sich zu sammeln im dunklen Tann von Caradon. Dort, tief in den Wäldern, wollten wir lagern, bis wir stark genug waren, unseren Feind zu zerschmettern, bevor er den dunklen Drachen aus seinem tiefen Schlaf würde erwecken können. Ach, die Gazesh sind auch dabei. Willkommen in der Schatzkammer unserer letzten Hoffnung. Hier, in Sichtweite zum Berg Raventiakol, versammeln sich unsere Mitstreiter und Truppen, verborgen durch die dichten Wälder, die Torinja meisterhaft zu weben wusste. Hier laufen sie zusammen, die Feinspinnweben, die Brotkrumm gleich die Rechtschaffenden zu uns führen, damit sie uns im Kampfe beistehen können. In der Tat, wir haben bereits Soldaten und Truppen gesehen, wie soll es nur weitergehen, Ratsherr? Tanis sei Dank, eine einfache Frage, jedoch mit doppeltem Boden eines Geheimfaches gleich. Die karadonischen Truppen haben sich bereits restlos versammelt und verborgen. Namhafte Recken haben sich eingefunden, verlässlich kleine Lichter, ebenso wie große Helden. Der euch bekannte Hauptmann Rethel also, ebenso wie dein Vater Beo war, Kriegsherrin Svenja. Kriegerin Svenja, Kriegsherrin. Pff. Svenja erbleichte. Mein Vater ist hier? Wo, Mädchen, sollte er sonst sein, wenn Caradon zu sterben droht? Ihr schickt einen alten Mann in die Schlacht. Ivan lachte freudlos und trocken auf. Dieser alte Mann hat die Tür zu unserem Turm der Tanis eingetreten, als wir ihn wegen seines Alters abweisen wollten. Rangis und Danhel haben ihr Leben an sich vorüberziehen sehen, als sie ihn aufhalten wollten. Nein, dein Vater Svenja, er ist alterslos wie die salzigen Wellen Caradons und auch dieser Tag noch so gefährlich und zerstörerisch wie eine Springflut. Er wird sich wohl weder von Schlacht noch Krieg fernhalten lassen und seine Hilfe ist willkommen. Nun, wir sind unentdeckt und unsere wichtigste Aufgabe ist es nun, weitere Verbündete zu sammeln. Meinen Berichten zufolge gibt es dank eurer Taten einige Fraktionen und Personen, die uns sicherlich zu Hilfe eilen werden, wenn wir an das Horn des Krieges stoßen. Überblicke ich dies richtig, dann wären dies immerhin 7 große Anführer, die sich an unsere Dienste stellen würden. Um alle Truppen effektiv führen zu können, brauchen wir 6. Cool! Zudem 3 Einheiten Plänkler. Um den Feind massiv zu behindern, brauchen wir mindestens 2. Außerdem 4 Einheiten Artillerie. Da wir den Feind effektiv bekämpfen wollen, wären insgesamt 3 Einheiten von großer Wichtigkeit. Weiterhin 2 Einheiten Kavallerie. Um den Sieg zu erringen, sollten wir mindestens 2 Einheiten in das Feld führen können. Weiterhin 2 Einheiten Schützen. Wenn wir sie im Fernkampf besiegen wollen, benötigen wir mindestens 3 Einheiten. Da sich alle karadonischen Truppen bereits unter meinem Befehl befinden, werden wir diesbezüglich unter unserem eigenen Volk kaum weitere Truppen finden. Vielleicht jedoch finden wir Repräsentanten anderer Länder hier in Caradon, die noch über weitere Truppen unter Waffen verfügen. So ihr denn etwas wisst, eilt dorthin und schwört sie auf unsere Sache ein. Und von großer Wichtigkeit, 5 Einheiten Infanterie. Wir werden mindestens 6 Einheiten benötigen, um den Sieg zu erringen. Solltet ihr in meiner Stadt noch Personen oder Länder kennen, die uns möglicherweise einen Gefallen schuldig sind, reist zu ihnen und erinnert sie mit Nachdruck an ihre Pflicht. Weiterhin blickt auf diesen Tisch zu eurer linken Hand. An diesem Tisch obliegt es euch, unsere Truppen so zu beordern und aufzustellen, damit wir den Sieg davontragen können.
Ich bin ein Mann des Schattens. Offensichtlich Dinge des Krieges und der Schlacht liegen mir nicht. Offensichtliche Dinge des Krieges. Zudem habt ihr euch dieses Privileg unter dieser Ehre mehr als verdient. Wie ihr gleich sehen werdet, werden wir der Streitmacht des Feindes in 5 Linien begegnen. Da ich weiß, dass du, Haki, unter dem Sternbild des Kriegers geboren bist, weiß ich diese Überlegungen in deinen Händen gut aufgehoben. Denn die Wahrheit ist traurig, wir können außerhalb dieses Zeltes niemandem wirklich trauen. Zu verstohlen und erfahren sind die Späher des Feindes, wie wir mittlerweile wissen. Genug der Worte. Wo werden wir kämpfen, Rabenkind? Nicht in der Schlacht, wohl aber im Krieg. Mehr werdet ihr erst erfahren, wenn all meine Späher zurückgekehrt sind. Seid ihr jedoch sicher, Svenja, Beovas Tochter, dass euch Vieren die schwerste Aufgabe zuteil wird. Und nun geht und bereist Caradon, um weitere Verbündete zu finden. Oder entscheidet euch bereits, genug gerüstet zur Schlacht zu sein. Wir rufen zum Tanz auf, sobald ihr die Zeit als reif erachtet, denn ihr werdet mit einer besonderen Aufgabe in diesem Reigen spielen. Okay. Krass. Wie ihr sehen könnt, werden wir die Feinde, die sich um den Berg Reventjakol versammelt haben, auf voller Front in 5 Angriffslinien angreifen. Während unsere dämonischen Feinde den Berg schützen wollen, um den darin versteinerten Drachen zu erwecken, ist es unsere vordringlichste Aufgabe, ihre riesige Zahl an Kampfdämonen zu binden. Denn die traurige, Tanis lächelnde Wahrheit ist, dass der große Angriff unserer Streitmacht nur ein einziges erklärtes Ziel hat. Ablenkung zu schaffen, um euch 4 durch die Geheimgänge Reventjakols zum Berg zu schmuggeln. Dort sollt und werdet ihr das Ritual empfindlich stören oder gar unterbrechen. Und dies, meine Vertrauten, ist der Grund, warum ich alleine mit euch und meinen beiden Dienern darüber zu sprechen wage. Um Caradon zu retten und zu schützen, muss ich in Tanis Namen diejenigen gegen einen übermächtigen Feind schicken, die uns zur Hilfe geeilt sind. Ratsherr, ihr seid der bösartigste, verlogenste und niederträchtigste Mann, den ich je getroffen habe. Ich bete zu Alcandor, dass euch euer dunkles Herz eines Tages bei lebendigem Leibe aus der Brust fault. Vorsicht, Kriegsherrentochter. Ich habe bereits wertvollere Menschen für weniger Wahrheit ermordet. Es wird nicht. Svenja straffte sich, blickte Ivan direkt in die Augen und sprach ohne Furcht. Spart euch diese Drohungen, Rabenkalb. Ich habe weder Furcht noch habe ich etwas zu verlieren. Schluckt die Wahrheit, Puppenspieler, und sagt uns, was zu tun ist. Und wir werden es erledigen. Was danach ist, sehen wir nach getaner Schlacht. Du wandelst dem Tod so nahe, Svenja. Und doch spotte nicht, denn das Leben der Soldaten liegt in euren Händen. Wie ich bereits sagte, ich bin der Herr der Raben. Das Kriegshandwerk ist das eure. Deswegen werdet ihr die Aufstellung vornehmen und hoffentlich klug genug entscheiden, um so viele Soldaten wie möglich zu retten. Ivan lächelte suffisant und bösartig. Ihr haltet nun die Waagschale des Lebens vieler in euren Händen. Ein Hauch meiner Bürde. Ich schlage vor, ihr überlegt euch sehr genau, was ihr tut. Hinweis, alle durch Aufgaben oder Story freigespielten Einheiten und Anführer können hier den jeweiligen Truppenslot zugewiesen werden. Jede Einheit und jeder General kann allerdings nur einmal aufgestellt werden. Die ungefähre Kampfstärke und Effektivität der Einheit wird durch die Anzahl der Sterne repräsentiert. Je mehr Sterne, umso effektiver wird diese Einheit in ihrem der 5 Schlachtkorridore agieren. Je mehr Sterne in einem Korridor in Summe versammelt sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Einheit oder der Anführer das Ende der Schlacht erlebt. Sollten noch Einheiten oder Generäle fehlen, so lassen sich diese vielleicht jetzt noch in Caradon finden. Andere hingegen hängen stark von der Spielweise und den bereits getroffenen Entscheidungen ab und können nicht mehr rekrutiert werden. Das Taktikbrett lässt sich so lange bearbeiten und verbessern, bis man Ivan Rabenkind den Befehl zum Angriff gegeben hat. Eieiei. Befehlshaber. Hauptmann Rethel. Den würde ich da nehmen. Unbekannt, unbekannt, unbekannt. Unbekannt, unbekannt. Heieiei. Ich meine, hallo, Rethel ist doch logisch, weil der hat, also der war der Ängste von Kyler. Also, so. Dann haben wir eine Einheit Turian. Thorstor will ich auf jeden Fall einsetzen. Wer war das denn? Kriegsherr Beovar, einfach weil er mächtig ist. Vratush. Und Kriegsherr Van Leen.
Auch ein 3-Sterne-Typ. Okay, gerade einen Moment. So, weiter geht's. Also, weitere Planung. Plänkler. Goblinische Wildschweinreiter. 3 Sterne. Auf jeden Fall. Reiter. Talonischer Reiter, Karadonischer Reiter. Talonischer Reiter. Infanterie. Jünger Alkandors. Karadonische Infanterie. Zwergische Infanterie. Ja, die Botenreiter. Karadonische Reiter. So, und dann geht's hier weiter. Ja, zwergische Infanterie. Die Gazesh-Wölfe. 2 Infanterieeinheiten fehlen noch. Ah ne, Sanasai-Miliz haben wir noch. Immerhin. Bei den Schützen haben wir zwergische Armbrüste. Bei den Katapultern goblinische, zwergische Ballisten der Gazesh. So, das heißt, einmal Infanterie, 2 Schützer fehlen uns noch. Das wäre mal so die bisherige Aufstellung. Joa. Da müssen wir uns doch noch auf die Suche machen. Also mir wäre schon recht, dass wir da wirklich eine volle Aufstellung haben. Deswegen... Hoppala, da war ich zu nah am Mikro. ja. Dann würde ich sagen, speichern wir das so ab. Ich speichere... Hoppala, nein, nicht die Reisetruhe. Dann speichere ich hier ab. Und schau mal, wo wir den Rest herkriegen. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Sternkindsaga. Euer Daniel. Adios.